Hallo meine Lieben, entschuldigt meine Husterei. Also letzte Zeit habe ich ein bisschen Heißrusten. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte im Voraus danken an jeden, der an mich gedacht hat und auch für die gesegneten Kommentare. Ja, es freut mich für die liebende und erbauende Zusprüche. Das finde ich toll, dass es sowas noch gibt heute. Ich habe bei den letzten Videos gesehen, dass ich langsam Rekord breche in Daumen runter. Aber das zeigt mir auch, wie wenig eigentlich das Wort Gottes heute noch wertvoll ist für einigen, vielen leider. Und es wundert mich auch nicht und es soll euch auch nicht wundern, wir leben in der Endzeit. Und da juckt vielen die Ohren und die wollen eigentlich nicht die Wahrheit mehr hören. Und die haben auch nicht den Mut, jemand vielleicht in der Liebe zu ermahnen oder vielleicht zu sagen, ihre Meinung zu oder Stellung nehmen zu dem, was gesprochen wird in der Video, was eigentlich auch sehr gut finde, denn genau in der Kommunikation liegt die Kraft und die Freude, wenn das in der Basis der Liebe ist. Ich habe sehr viel die letzte Zeit über Gebet gesprochen. Das letzte Video war es auch über Gebet. Und heute möchte ich dieses Thema auch ein bisschen wieder aufgreifen, um zu zeigen, wie wichtig eigentlich Gebet ist. Denn Gebet ist Kommunikation, Gebet ist Beziehung, Gebet zeigt Zugehörigkeit, Gebet zeigt auch die Annahme, dass wir eigentlich zueinander gehören und Austausch im Gebet ist immer sehr wichtig, auch zwischen Geschwister. Denn auch wenn Geschwister sich treffen, beten sie zusammen. Und dieses Gebet schweißt sie auch zusammen. Gebet ist etwas, was Kraft gibt, was Freude gibt. Gebet ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und man könnte sagen, das Gebet steht vor Bibellesen. Denn ein Bibelleser ohne Gebet ist jemand, der eigentlich seine Zeit mit guten Sachen vollbringt, aber er wird es nicht verstehen. Gebet ist diese Leitung zu Verständnis. Denn Kommunikation ist alles. Und wenn man die Kommunikation versperrt, versperrt man eigentlich auch Freundschaften, Beziehungen. Und das ist eigentlich dann auch sehr schlimm. Ja. Also ein Christ lebt eigentlich aus Gebet durch den Wort Gottes. Gebet ist die Grundlage unseres Daseins. Das Wort Gottes zu verstehen, kann ich eigentlich nur durch Gebet. Und natürlich, wie ich das auch im letzten Video gesagt habe, Gebet bezieht
auch Anbetung, Fürbitte, auch Danksagung, auch Heiligung, Segnungen. Gebet ist eine Macht, die wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn wir auch nicht beten können, auch dann haben wir die Möglichkeit, mit wenig Worte viel zu sagen. Mit wenig Worte viel zu sagen. Darauf komme ich dann noch, denn ich möchte viele noch bestimmte Sachen hier auch aufzeigen, was sehr wichtig ist. Es ist so, als Israel aus Ägyptenland rausgekommen sind, wir wissen, dass sie 400 Jahre in Gefangenschaft waren, fast 400 Jahre, weil ein Teil dieser Jahre waren sie unter Josef und unter dem Pharao, der noch lebte, aber nach dem Tod dieses Pharaos gerieten sie immer mehr und mehr unter Gefangenschaft und das Versklaverei. Und Josua sagt eigentlich dem Volk, ihr wart in Ägypten und sie hatten Götter. Also sie hatten fremde Götter. Israel hat damals nicht an Gott gebetet. Israel hat ihren Götter angebetet. Und erst dann, wo Mose gekommen ist, hat sich das ein bisschen umgewandelt. Aber wir haben das auch gesehen, lange hat es nicht gedauert. Denn an der Berg Sinai haben sie sich ein Kalb gemacht aus Gold. Und da haben sie gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten rausgebracht hat. Also wir sehen diese Neigungen von fremde Götter zu fremde Götter, nur nicht den unsichtbaren, wahren Gott, den wir heute zugehören. Aber es ist eine große Gnade, denn in 5. Buch Mose 24, 18 sagt es, und du sollst daran denken, also das sollst du nicht vergessen, dass du Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. In erster Reihe ist es hier wichtig zu sehen, das sollst du denken. Du sollst dir da wirklich Gedanken drüber machen. Und da ist der Herr dein Gott, obwohl in den meisten Jahren in Ägypten Gott gar nicht mehr der Gott Israels war. Nicht von Gott aus, sondern von Israel aus. Israel hat nicht mehr an ihren Gott gedacht. Sie haben nicht gebetet. Da könnt ihr die letzten Bücher Mose und die Anfangbücher Josua auch lesen. Da kommt es deutlich raus. Ja. So arg in Ägypten haben sie nicht an Gott gedacht. Sie haben zwar geweint und sie wurden erniedrigt, unterdrückt und so weiter und so fort. Aber viel Gebetsleben an den wahren eigenen Gott war es nicht. Und es ist die Sache, dass eigentlich im 5. Buch Mose 26, 8 sagt, und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestreckten Arm und mit großen Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Aber in Jeremia zum Beispiel sagt, wegen meines Namens willen, nicht wegen euch. Und meine Lieben, genau das ist etwas, wo wir können sagen, das ist alttestamentlich, das bezieht sich eigentlich nicht so sehr auf uns. Aber es bezieht sich dennoch sehr viel auch auf uns, denn wir müssen immer daran denken.
dass wir versklavt waren unter der Sünde. Wir waren versklavt unter der Sünde, das sagt Paulus im Römerbrief, aber auch in den anderen Briefen sagt er, dass wir tot waren und versklavt unter der Sünde. Und in dieser Situation haben wir wahrscheinlich auch nicht alle oder nicht jeder den Gott, den ewigen Gott angerufen. Vielleicht haben wir uns gesehnt nach der Wahrheit, nach Befreiung. Und dennoch, der Gott, der Herr, der Ewige, der Liebevolle, der Wahrhaftige, der hat uns befreit. Er hat uns erlöst. Nicht wir haben uns erlöst. Nicht wir waren die Guten, die aus dieser Sklaverei uns befreit haben, sondern wir wurden befreit. Und das ist etwas, wo ich, sag mal so, sehr bewundere, dass Gott manchmal auch ohne Gebet, wegen seines Namens willen, weil er uns berufen hat, weil er uns liebt, weil wir sein sind, dennoch auf die Beine stellt, uns rüttelt und schüttelt, dass wir aufwachen und merken, ja, welch einer Gnade wir Teilhabe sind. Ja. Da könnte man so manche Bibelverse da noch bringen, ja. Aber das will ich jetzt nicht, es geht mir nicht jetzt direkt um Israel, ja. Aber es geht hier drum, dass Gott etwas versprochen hat. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 2 am Ende, dass Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und das ist etwas Immenses. Und da bin ich sehr dankbar meinem Gott und meinem Herrn Jesus Christus, dass das so ist. Gott hat etwas versprochen. Und wenn er etwas versprochen hat, dann hält er sich an seine Versprechungen. Egal, wie der Mensch ist. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Gott hat Abraham versprochen. Sei gesegnet. Er hat ihm auch gesagt, dass das Volk 400 Jahre in Gefangenschaft geht. Aber dann wird er befreit. Aber Abraham, wissen wir, ist der Vater Israels, aber ist auch unser Vater im Glauben. Und deswegen, weil Gott Abraham versprochen hat, sind wir auch Gesegnete und Berufene und Erwählte und sind wir jetzt hier da im Glauben und freuen uns, gegenseitig zuzuhören und gegenseitig zu erbauen und zu ermahnen und zu erfreuen, und Gott zu loben und zu preisen für seine Gnade und für seine Liebe in Christus Jesus, weil er Abraham es versprochen hat. Was Israel betrifft, hat er dann Isaak und Jakob weiter Versprechungen gemacht. Und deswegen hat Gott sich immer Israel angenommen. Und deswegen wird die 70. Jahrwoche auch wiederkommen, wo wieder Israel in Gottes Plan drin ist. Jetzt sind wir, die den Abraham versprochen, wie versprochen, auch gerechtfertigt berufen worden sind, um in den Leib des Christus zu sein. Das ist etwas Gewaltiges, ja? Ist etwas sehr Gewaltiges. Es ist Gnade. Es ist Gnade, die Errettung Israels von Abraham her bis Wiederkunft Jesus Christus. Es ist nur
Gnade. Es ist nichts, wo man sagen kann, wir Menschen haben es verdient. Israel kann nicht sagen, wir haben Gott gepriesen und wir haben seine Gebote gehalten, wir haben alles getan und Gott muss uns jetzt erretten. Nein. Wenn wir heute die Großteils Israel ansehen, können wir nur heulen über ihre Gottlosigkeit. Und auch, dass sie jetzt noch den falschen Messias, aber es war in dem Plan Gottes drin und er lässt das so geschehen. Aber wir wissen, dass er sich bald Israel wieder annimmt und Israel wird gerettet. Welch eine Gnade. Und genauso bist du und ich auch errettet, weil Gott es von Anfang an versprochen hat, weil er vor Grundlegung der Welt das entschieden hat. Und was Gott entschieden hat, hängt nicht davon, wie du aussiehst, was du gemacht hast, was du gerade machst, was du denkst, wie oft du gebetet hast bis jetzt. Aber Gott möchte, dass wir denken daran. Wir denken daran und genau deswegen ist das Gebet so wichtig. Denn wenn wir auch Bibel lesen, aber ohne Gebet, dann brauchen wir nicht uns wundern, dass wir Buchstaben vor uns haben, die sich nach einer Zeit verschwemmen, denn unsere Augen werden müde und wir verstehen nicht viel und wir können auch nicht viel Zeugnis davon geben. Denn Gebet ist diese Bitte vom Herrn um das Geistige, genau heute, genau jetzt, ja, uns zu geben, zu verstehen. All das, was Gott will, was Gott vorhat, was Gott eigentlich in seinem Wort uns zu sagen hat. Gebet ist das, was heiligt meine Familie, heiligt mein Essen, segnet meinen Tag, segnet meine Nachbarschaft. Gebet ist etwas Immenses. Gebet ist die wichtigste Beziehung, ja, eigentlich zu unserem Herrn. In 2. Samuel 7, 27 sagt, denn du, Herr der Herrscharen, Gott Israel, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Oder in 1. Könige 28, doch wende dich zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, dass du hörst auf den Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir betet. Wie wunderbar das ist, wenn wir die ganze Psalmen nehmen. Ja, in 1. Könige 8, ab 45, dann höre im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und schaffe ihnen Recht. Das Gebet ist durch Christus Jesus dieses offene Beziehung, wo Gott das, was ich zu sagen habe, auch ernst nimmt. Ja. Gebet, Flehen, Danksagung, Anbetung ist wunderbar. Ja, da könnte man sehr viel drüber sagen. Was ich eigentlich noch hier in das Thema Gebet reinbringen möchte, es ist heute natürlich sehr viel die Rede über das Sprachenrede oder Zungenrede. Und ich muss auch so sagen, zum Beispiel auch bei Joseph Prinz habe ich gesehen, und aber auch, da gibt es doch so einen amerikanischen so Pastor, der wirklich sehr dunkel aussieht, ich will nicht richten über keinen, aber während der Predigt, da bringen sie er hat über die Zungenrede gesprochen, und während der Predigt
hat er angefangen, da Zungen zu reden. Also ich habe gedacht, das ist ein Gebet und nicht nur ein Vorführakt, ja, wo man während des Predigts einfach Wahamachana sagt und so weiter, was keiner versteht, nur auch er nicht selbst. Ja, aber ich habe mich damit auch ein bisschen befasst und es ist interessant, dass ich finde nirgendwo in der Bibel, wo geschrieben ist, dass der Geist Gottes diese Zungenrede durch mich redet. Paulus sagt, dass ich durch meinen Geist rede. Erste Korinther 14, lasst mal sehen. 1. Korinther 14, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Da könnte man sagen, ja, im Heiligen Geist. Aber Paulus geht weiter. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher der Stelle Unkundige einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Also, ich bin nicht dagegen. Dann bitte versteht mich nicht falsch. Paulus sagt, es gibt die Sprachenrede. Das sagt hier in 1. Korinther 12. Am Ende sind etwa alle Apostel, etwa alle Propheten, etwa alle Lehrer, besitzen etwa alle Wunderkräfte, also es gibt auch Leute, die Wunderkräfte besitzen durch den Geist Gottes, haben etwa alle Heilungsgaben, gibt es auch, reden alle mit Zungen, können alle die Zungensprachen auslegen. Also es ist deutlich, Paulus sagt deutlich, es gibt nicht, es gibt einige, die das können, einige, die das nicht können. Aber ich habe damit ein Problem. Viele sagen, wir reden durch den Heiligen Geist, obwohl Paulus sagt, ich rede in meinem Geist. Und das ist ein gewaltiges Unterschied. Warum ist es für mich eigentlich auch ein Problemthema? Ich sage nicht, Paulus sagt, ich wünsche, dass alle so sind wie ich, ja, dass alle reden könnten wie ich. Also es gibt eine göttliche Leitung im Geist, wo ich das auch hundertprozentig weiß, dass ich dabei Gott lobe und preise und nicht Gott verfluche. Denn wenn jemand den Geist Gottes hat, ja, der kann Gott nicht verfluchen. Aber trotzdem, ich habe das Problem damit, wenn ich sehe, dass der Dalai Lama, dass auch der Papst und seine OHG und seine Geschwister und Brüder alle Sprachen reden können. Und ich sehe sogar Prediger, von denen wir wissen deutlich, dass sie ihr Lehrer sind, auch diese Gabe haben. Dann macht es mir schon ein bisschen bange. Und deswegen sage ich, wenn ich bete, möchte ich wirklich beten im Verstand. Und ich möchte wissen, was ich Gott sage. Problem ist, dass viele nicht verstehen, dass in Römer 8 Paulus sagt, dass der Heilige Geist betet. Ich bin mal gerade gespannt, ob ich das hier finde. Die Stelle.
nachzulesen. Nein, es ist nicht. Es ist nicht da. Nicht drin in dieser Bibelverse, die ich hier jetzt habe. Aber in Römer 8, wenn man liest, sagt deutlich, dass wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und der Heilige Geist betet für uns vor Gott, aber nicht in uns oder durch uns. Es ist ein gewaltiges Unterschied. Jesus auch betet. Wir sehen zum Beispiel, wo Jesus sagt, ja, und Paulus beschreibt auch in 2. Timotheus 2, wenn wir ihn verleugnen, verleugnet er uns auch. Das heißt, dass Jesus steht für uns vor dem Vater und bezeugt über uns. Eine gewaltige Stelle. Und genau das macht der Geist Gottes für uns, aber nicht durch uns. Durch uns tut er die Werke, durch uns bringt er das Lob und die Anbetung. Aber das, was wir wirklich brauchen im geistlichen Bereich, das weiß er besser. Ja, und das tut er dann auch vor dem Thron Gottes bringen. Das ist etwas, eine Gnade, die unaussprechlich groß ist. Es ist eine Gnade, die wirklich unaussprechlich groß ist. Beten kann unterschiedlich sein, kann kurz sein, kann lang sein. Wenn ich die Paulusbriefe nehme und die Briefe an Gemeinden oder an den Timotheus auch, ja, da schreibt Paulus, ich bete Tag und Nacht, lange Gebete. Für wen? Für Geschwister. Er unterstützt diese Geschwister mit ihrem Gebet, mit seinem Gebet, Tag und Nacht. Bin sicher, dass er nicht andauernd gebetet hat, aber im Tag sehr oft und in Nacht sehr oft, wenn er nicht schlafen konnte. Dass er oft denkt an die Personen, die im Herrn sind, die im Leibe sind, da ist das Gebet länger. Aber das kann auch nicht jeder. Zum Beispiel, ich kann es nicht. Ich kann nicht leider, sagen wir mal, stundenlang für bestimmte Namen und so. Wenn jemand mich gebetet hat um ein Gebet, dann bete ich für den auch Gesundheits- oder Probleme oder was auch immer. Aber so in Allgemeinheit betet man ja für die Geschwister, aber jetzt so einzeln, wie Paulus das gemacht hat, sind eigentlich nicht jeder. Deswegen sagt auch Paulus, nicht jeder hat diese Gaben und die Beter haben diese Gaben und es sind wirklich Beter, die wir sehr schätzen sollen, die wirklich für jeden einzelnen Person namentlich beten. Das ist gewaltig. Aber Gebet muss nicht immer lang sein. Und wenn Leute manchmal sagen, oh, ich kann nicht beten oder ich kann nicht so beten wie du, da merkt man gar nicht, wie man sich selbst belügt. Denn frech sein können die doch. Und vielleicht frecher als du. Die können schon dir sagen, wenn es so ist, noch schlimmer als du es sagen könntest. Aber beten, da kann ich nicht wie du. Und das ist eine größte Lüge, mit dem uns der Teufel füttert. Beten kommt nicht auf das, was ich angebe, sondern auf das, was ich bin. Ehrlich zu sein. Offen zu sein.
Nicht jeder Kind kann wirklich seine Wünsche richtig äußern, aber jeder liebende Vater versteht, was er will, auch wenn er es nicht richtig äußern kann. Aber man muss den Mut haben, sich zu äußern. Und auch David konnte nicht immer viel lange beten. Wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir, hat er mal lange Gebete und mit Lobdank und Preis und Anbetung und alles drumherum. Und manchmal gar nichts. Ja? Manchmal waren seine Knochen schon vergangen und sein Fleisch ist auseinander und sein Geist ist zerflossen und er hatte keine Kraft mehr. Und er musste auch manchmal sagen, Herr, wie lange hörst du mein Schrei nicht, wie lange zählst du meine Sünden und, und. Aber er betete, weil auch Paulus, auch Hebräerbrief, auch Petrus sagt, wir, auch Johannes, ja, dass wir mit Freimut vor den Thron kommen, auch wenn wir sündigen. Gebet hängt nicht an, ob ich jetzt vorher gesündigt habe. Also wenn ich jetzt gesündigt habe, heißt nicht, ach, es bringt jetzt nichts zu beten, weil ich habe gesündigt. Also, genau deswegen soll ich beten. Weil ich weiß, das war schlecht, das war schief gegangen, das war falsch. Und jetzt komme ich zum Herrn und sage, Herr, ich möchte das nicht. Den Mut haben, wirklich dem Herrn zu sagen, Herr, ich habe Scheiße gebaut hier. Lange Gebete und angeberische Gebete, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, das hat Gott immer gehasst. Aber die ehrliche Gebete, ja. Gebete soll man nicht anlernen, denn man steht in der Gefahr, schablonmäßig zu beten. Ja? Wie das Einmaleins in der Schule. Sondern Gebet soll wirklich zu den Ereignissen angepasst sein, zu dem ich heute erlebt habe. Ich habe dieses Ereignis, das ihr zuhört. Und das Ereignis, das ich weiß, der Herr segnet euch beim Zuhören, dass er euch ermutigt, dass er euch Freude gibt. Und dafür habe ich heute Grund zu danken für euch, für den Herrn, dass er das getan hat, diesen Werk, auch heute durch dieses Video. Dass er mir Wörter gegeben hat, was euch aufbuscht und sagt, Herr, ja. Und nicht verzage, wenn auch schief läuft. Wenn alles in die Hose geht und an den Hosenbeinen ausfließt. Meine Lieben, Gott hat uns, vergisst es nicht, denkt daran. Ja. Gott hat uns nicht aus der Sklaverei errettet, weil wir so gut sind, sondern weil wir wertvoll waren, von Anfang an für ihn. Das sollen wir nicht vergessen. Und genau deswegen sollen wir Mut haben, im Gebet vor ihm zu gehen. Und ich hoffe, dass nicht keiner falsch versteht, ich bin nicht gegen Zungenreden, bin gegen, nicht gegen Heilung. Ich bin aber für den Wille Gottes. Und egal, welche Gabe der Herr gibt, ich will es in Gottes Furcht ausführen. Und wenn ich in mich in etwas nicht sicher bin, dann lasse ich es lieber. Jeder muss für sich verantworten. Jeder muss selber wissen, ich kann nicht über anderen und andere können nicht über mich. Nur der Herr allein. Aber jeder prüfe sich, wo er steht und ob das, was er macht, auch wirklich gut ist und wirklich in der Sinne des Geistes Gottes ist. Ich habe in dem ganzen Alten Testament die Sprachenrede nicht gehört. Und wisst ihr, was für mich erblüffend ist?
man erwähnt diese, die Zungenreder, na, aber erwähnen immer dieses Apostelgeschichte, ja, Pfingsten. Aber wisst ihr, was keiner erwähnt? Dass als diese Leute, die diese Sprachen geredet haben, wurden eigentlich von den Zuhörern verstanden. Das erwähnt keiner. Alle wurden von den Zuhörern verstanden, was die gebetet haben, auch wenn die nicht in einer Sprache gesprochen haben, die es selbst gelernt hätten. Und genau diese Option wird nie gepredigt. Es wird nur gesagt, der Geist ist raus und die haben Zungen gesprochen. Aber dass alle, die draußen standen, alle haben sie in ihrer eigenen Sprache verstanden. Das bringen sie nicht. Jeder überlege, wie er es macht. Aber ich möchte wissen, was ich in ein Glas mir einschütte. Und wenn ich einen Apfelsaft will, möchte ich wissen, dass das Apfelsaft auch Apfelsaft ist und dass ich das auch trinken kann. Deswegen, wenn ich auch bete, bin ich dankbar, wenn ich hundertprozentig weiß, dass ich sagen kann, wie auch Jesus in seinem ganzen Leben, er hat immer deutlich, da spricht man auch nicht über im Geist zu beten, so in dem Sinne, wie man das heute so auslegt. Jesus hat immer deutlich gebetet, mein Gott, warum hast du mich nicht verlassen? Er hat nicht irgendwas gesagt, aha, mach, rach, na, sondern er hat deutlich, dass jeder versteht, was er spricht. Er hat es deutlich ausgesprochen, es ist vollbracht. Und deswegen, ich bin auch für deutlich beten. Also meine Lieben, lernt inständig zu beten, anbeten, danken, fürbitten. Und wenn der Gott euch so leitet, dann werdet ihr auch wissen, dass es von ihm ist. Aber lasst euch nicht verführen, denn vieles, was Christen können, kann die Welt auch. Und da ist der Gefahr. Und wenn da kein Unterschied ist, dann ist es traurig. Seid fest ermahnt und reich gesegnet. Und danke für allen, die an mich gedacht haben und denken, auch im Gebet und in allen. Seid gesegnet, Jesus Christus.